الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs, Allerbarmers, des Barmherzigen, aller Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen sei auf dem Gesandten Allahs und all seinen Gefährten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde von Utban ibn Malik al-Ansari, der immer mit seinem Volk, der immer bei seinem Volk vorbetete, er wurde zu ihm nach Hause bestellt. Wann? Nachdem Utban blind geworden ist, bestimmt, oder beziehungsweise als sein Augenlicht schwach wurde und es zu schwer für ihn war, zur Moschee zu gehen. Er bat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu ihm nach Hause zu kommen und bei ihm in einer bestimmten Ecke zu beten, damit er, Utban, diese Ecke, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, als Gebetplatz nimmt. Also er wollte dort, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, wollte er zukünftig auch immer beten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam zu ihm nach Hause, betete zwei Rakats. Also Utban ibn Malik al-Ansari zeigte ihm, wo er beten sollte, und er betete dort die zwei Rakats. Daraufhin haben sie zusammen gegessen, auch noch andere, die dabei waren, eine kleine Gruppe von Menschen, von Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann unterhielten sie sich über einen gewissen Malik ibn Duchschum. Und einer meinte, dass er ein Munafiq ist. Daraufhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La taqul hakadha, sag dies nicht. Und dann sagte er darauf, Alaysa qal la ilaha illallah, hat er nicht la ilaha illallah gesagt? Und daraufhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fa inna Allah harrama ala nari, Man qala la ilaha illallah, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Denn Allah hat das Höllenfeuer haram gemacht für denjenigen, der sagt, la ilaha illallah, und damit das Gesicht Allahs beabsichtigt. Beziehungsweise, hiermit ist gemeint, mit einer reinen Absicht, dass er es nur macht für das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Hadith fängt an, dass Utban, einer der Gefährten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam einlädt, damit er bei ihm zu Hause zwei Rakats an einer bestimmten Stelle betet, die dieser Sahabi namens Utban dann als Gebetplatz nimmt, als regelmäßigen Gebetplatz. Hier kommen einige Leute auf die Idee, Plätze, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eventuell eins gebetet hat, als besonderen Gebetsplatz zu nehmen, der einen Baraka gibt. Wir wissen, dass es sowieso zu den Supertaten gehört, in der Masjid vom Propheten, Masjid al-Nabawi, zu beten, oder in der Masjid al-Haram, oder auch in Masjid al-Quba, dass dies Gebete sind, an bestimmten Stellen auch, wie zum Beispiel Quba, wenn man da extra hingeht, dass es zu bestimmten Zeiten so ist, als wenn man eine Umrah gebetet hat. Und der Prophet hat an diesen Orten gebetet. Dabei hat er allerdings nicht gesagt, dass es in Masjid al-Haram oder Masjid al-Quba oder Masjid al-Nabawi, Masjid al-Quba, das ist eine andere Moschee in Medina, ja, dass diese Moscheen einen besonderen Lohn haben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort gebetet hat. Ja. Sondern wir beten dort, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sinngemäß, dass ein Gebet in der Masjid al-Haram, das heißt in Mekka, so ist wie 100.000 Gebete an einem anderen Platz. Und das ein Gebet in Masjid al-Nabawi so ist wie 1.000 Gebete an einem anderen Platz. Übrigens in Masjid al-Quds ist es wie 500 Gebete in einer anderen Moschee. Und in Quba ist es halt an bestimmten Tagen so, ist es halt in bestimmten Situationen so, dass eine Umrah gleichkommt, wenn man da hinkommt, um dort zwei Raka zu beten. Alhamdulillah, Tahiyyat al-Masjid. Leichter Lohn. Jetzt ist es folgendermaßen, es gibt einige Leute, die beispielsweise in Rarul Hira, das heißt Rar heißt Höhle, Hira, das ist bei Mekka, die Höhle, wo die erste Offenbarung zum Propheten Muhammad s.a.w. gekommen ist. Sie gehen zu dieser Höhle, weil der Prophet s.a.w. dort Dua gemacht hat, weil sie denken, dies wäre nun eine besondere Tat, die besonders von Allah belohnt wird, oder es wäre Sunnah, in dieser Höhle beispielsweise zwei Raka zu beten. Ist dies richtig? Auf den ersten Blick würde jemand sagen,
Ja, warum nicht? Ja, wir sehen doch, der Ed-Ban hat doch immer an der Stelle danach gebetet, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Also, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Ghar Hira, in der Höhle Hira bei Mekka gebetet hat, dann beten wir auch dort. Und das ist auch eine gute Tat, wenn wir dort beten. Und das ist besonders gut. So denken viele Leute. Aber wir müssen hier sehr präzise sein. Wir müssen hier sehr präzise sein und zurückkehren zu den Usul, zu den Grundlagen unserer Religion. Die Grundlagen unserer Religion sind, dass wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und zwar nicht so folgen, wie unser eigener Verstand es uns sagt, sondern präzise so folgen, wie die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gefolgt sind. Warum? Und ich wiederhole es nochmal, und wir können es immer wieder wiederholen, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, in Sure 4, Vers 115, er sagt, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Wer sich dem Gesandten entgegensetzt, nachdem ihm die Rechtsleitung klar geworden ist, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ und folgt einem anderen Weg als dem der Gläubigen, als den der Gläubigen, نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und ihn in der Hölle schmoren lassen. Übel ist die Fahrt dorthin. Das zeigt ganz eindeutig, der einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt. Das heißt, wir müssen genau schauen, wie haben die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn verstanden und wie sind sie ihm gefolgt. Und hier sehen wir, dass die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals zu Ghar Hira gegangen sind, um dort, es wird nie berichtet, dass einer von ihnen zu Ghar Hira, zu der Höhle Hira gegangen ist, um dort zwei Raka zu beten oder irgendwelche anderen Gebete oder eine Dua zu machen oder dass die Dua dort irgendeinen Vorteil oder irgendeinen Nutzen hat. Keiner. Es wird nicht berichtet. Und das zeigt uns, wenn wir davon ausgehen und wenn wir wissen, dass sie diejenigen sind, die erstens am meisten motiviert waren und den stärksten Iman hatten und am meisten daran interessiert waren, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Punkt 1. Und zweitens am besten seine Sunna kannten, dann wären sie die ersten gewesen, die in Scharen zu dieser Höhle gegangen wären und hätten dort verschiedene Duas und Bittgebete gemacht. Das ist das Zeichen. Jetzt fragt jemand, ja, okay, aber dieser Ötban hat doch auch dort gebetet, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und hier ist das eine ganz einfache Frage, denn wir müssen immer bei der Betrachtung von Hadithen und bei der Betrachtung des Korans müssen wir immer präzise sein und uns genau die Situation angucken. Denn Adban hat von vornherein den Propheten darum gebeten, an einer Stelle zu beten, die er danach als Gebetplatz nehmen wird. Das ist also eine spezielle Situation bei Edban, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam extra so gestattet hat. Jedoch, an anderer Stelle wurde dies eben nie erwähnt und wurde nie erwähnt, dass dies eine bestimmte Stelle ist. Und es wurde auch nicht erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im späteren Zeitalter seines Lebens irgendwann zu dieser Höhle gegangen ist, um dort zu beten. Wer etwas anderes gesehen hat, wir sind gerne bereit, es anzunehmen. Deswegen ist es nicht vom Islam und nicht von der Sunna, dorthin zu gehen zu der Höhle und sogar vielleicht seinen Namen da reinzuschreiben, was zu Bidda gehört, ja, oder irgendetwas dort zu beabsichtigen. Wenn jemand beispielsweise die Höhle besucht, weil er Mekka besucht, erstens, der Besuch selber ist nicht festgelegt in der Scharia. Das heißt, man soll nicht denken oder die Akida haben, dass wenn man die Höhle besucht, dass man dann, ich erwähne nur diese Höhle, dass man dann einen besonderen Lohn kriegt, weil man dorthin gegangen ist. Aus diesem Grund, weil man dorthin gegangen ist. Das heißt, diese Akida darf man nicht haben. Noch schlimmer ist es natürlich mit zwei Rakats beten. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man da seinen Namen schreibt oder irgendetwas anderes oder Tabarruk macht an den Wänden davon. Denn das ist alles etwas, was die Sahaba Ridwanullahi alaihim niemals gemacht haben. Wenn allerdings jemand dorthin geht, weil er einfach daran interessiert ist und er möchte einfach sehen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingegangen ist und wo die erste Offenbarung kam, ist ja verständlich, dass ein Muslim sich dafür interessiert.
dann ist das natürlich kein Problem. Wenn dann beispielsweise die Gebetszeit kommt und er dort betet, nicht weil er beabsichtigt hat, dort zu beten, weil das ein besonderer Ort wäre mit dieser Akida, sondern aus dem Grund, weil die Gebetszeit gekommen ist, dann ist das auch kein Problem. Oder er hat Wudu verloren und macht dann dort Wudu mit einer Flasche Wasser und betet zwei Rakat, beispielsweise Sunan vom Wudu. Ja, weil es gibt eine Sunna, dass wenn man Wudu gemacht hat, dafür zwei Rakat betet. Und dann ist das natürlich kein Problem. Allerdings ist es hier auch nicht zu machen, weil es könnte sein, dass Leute, die weniger Wissen vom Islam haben, darunter dann verstehen, dass dies die Sunna ist und wir müssen unsere Sunna reinhalten. Wir sehen in vielen Überlieferungen, dass die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr streng waren in der präzisen und genauen Betrachtung und Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mit Sunna meine ich hier nicht nur Wafil, was einige fälschlicherweise meinen, weil der Begriff Sunna hat in verschiedenen Situationen verschiedene Begriffe. Zum Beispiel im Fiqh meint man mit Sunna Nawafil, beziehungsweise Dinge, die Mustahab sind. Und viele der Leute denken dann, ja, man muss die ganzen Sunna-Gebete beten, ansonsten folgt man nicht die Sunna. Aber das, was ich hier meine, ist mit Sunna, dass man den Weg des Propheten folgt. Das heißt, so wie der Prophet gemacht hat, dass man nicht in eine Bidda hineinfällt, sondern den Propheten, den Weg des Propheten ganz genau, haargenau und präzise folgt. Das ist das Ziel, dass jeder Muslim haben sollte. Ja? Beispielsweise die Gefährten, eins ist Muawiyah radiallahu anhu mit Ibn Abbas radiallahu anhuma um die Kaaba gegangen. Und Ibn Abbas radiallahu anhu hat natürlich mehr Wissen als Muawiyah radiallahu anhu. Beide sind Sahaba. Und Muawiyah hat jede Wand von der Kaaba berührt. Jede Wand von der Kaaba hat er berührt. Daraufhin sagte Ibn Abbas radiallahu anhuma zu ihm, er sagte, warum, sinngemäß, warum machst du das? Und darum sagte Muawiyah, ist irgendwas von dieser Kaaba Mahjur, ist irgendwas nicht in Ordnung, verlassen, verrottet, so nach dem Motto. Und daraufhin meinte Ibn Abbas, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon das beste Beispiel. Und daraufhin sagte Muawiyah, nicht wie heute, doch ja, es ist doch gut, das können wir doch machen, so wie viele Leute heute, die irgendeine Bidda machen und dann denken, das wäre gut. Sondern er sagte, Sadaq, du hast recht gehabt. Ibn Mas'ud war in einer Moschee in Irak, wo Menschen Steine genommen haben. Und einer sagte, sagt Allahu Akbar. Sie haben alle gesagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und einer sagte dann, sagt La ilaha illallah. Und sie sagten La ilaha illallah. Daraufhin kam Ibn Mas'ud und hat sie stark kritisiert und getadelt für dieses Verhalten. Und er sagte daraufhin, dass sie mit einer neuen Bidda gekommen sind. Wayhak ya Ummat Muhammad. Wehe dir, O Umma Muhammad. Ja? Und daraufhin sagten wir wollen nur Gutes. Und daraufhin sagt Ibn Mas'ud, Wa kam min muridin lil khairi len yusibahu. Und wie viele Leute gibt es, die Gutes wollen und es nie erreichen? Das heißt, wir müssen, wenn wir wirklich dem Weg der Sahaba folgen wollen, müssen wir ganz präzise sein. Das heißt nicht, dass jemand, der diese Fehler macht, für uns kein Muslim ist. Sondern wir, deswegen auch für die Leute, die die Sunna auf diese Art und Weise versuchen zu praktizieren, ja, man muss nicht irgendwo hingehen in eine Moschee, wo vielleicht jemand einen Fehler macht und dort dann rumbrüllen, Streit anfangen, sich besser vorkommen, sondern man muss für die Leute das Beste wünschen. Und die Leute sind trotzdem Brüder für einen. Nicht, dass man hier, man kann auch manchmal übertreiben. Ja, deswegen immer versuchen, so gut wie es geht, mit gutem Achlag, an die Menschen heranzugehen, mit ihnen auf vernünftige Art und Weise darüber sprechen, einen guten Uslub suchen, einen guten Stil suchen, wie man mit ihnen über die ganze Sache redet. Ja? So. Dann, wie gesagt, das ist eine spezielle Sache für diesen Etbaren. Jetzt etwas anderes, was sehr wichtig ist. Mit dem Tabaruk, was ich erwähnt habe, die Segen suchen, was manche an der Wand von der Höhle versuchen zu tun. Dies ist auch Haram im Islam. Und ich meine damit nicht, dass Tabarruk Haram ist, sondern Tabarruk ist im Allgemeinen eine Tat, die man tun kann. Eine Tat, die erlaubt ist. Aber sie hat ihre bestimmte Regeln. Und zwar, womit? Zum Beispiel, die Sahaba haben Tabarruk gemacht. Mit den Haaren vom Propheten. Das heißt, die Akida muss hierbei sein, dass nicht die Haare des Propheten nutzen,
sondern dass Allah durch diese Sache und diese Berührung Baraka, Segen gibt. Ja? Oder sie haben zum Beispiel mit dem Speichel vom Propheten Tabaruk gemacht. Oder mit seinen Wudu-Resten. Aber der Glaube muss hierbei sein, nicht, dass dies an sich hilft, sondern dass Allah durch diese Sache hilft. Aber hier haben wir eine Sache, die wir erwähnen müssen. Heutzutage gibt es keinen gesicherten Beweis, dass irgendjemand Haare vom Propheten hat. Das sind alles schwache Überlieferungen. Das heißt, jemand sagt zum Beispiel, ja, wir haben in dem und dem Museum ein Haar vom Bart vom Propheten. Das sind alles ungesicherte Überreste. Es ist unauthentisch und fraglich, ob sie vom Propheten sind. Und wir müssen unsere Ibadah auf Yakin, auf Gewissheit bauen. Die zweite Sache ist, weil viele Leute, die machen überall Tabarruk. Die sehen ein Grab von irgendjemandem, machen da Tabarruk. Dann sagen wir, warum sind die Sahaba nicht zum Grab vom Propheten gegangen, haben Tabarruk gemacht. Denn das ist auch wieder diese Stelle, wo Präzision gefragt ist. Leute kommen zu uns und sagen, ihr bösen Leute, ihr verbietet Tabarruk, guck mal, die Sahaba des Propheten haben doch auch Tabarruk gemacht. Mit seinen Haaren und mit seinem Wudu-Überresten. Und hier versuchen sie die Menschen, die Wahrheit wollen und die leider nicht so viel Wissen von der Religion haben, in die Irre zu führen. Denn wir verbieten nicht, Tabarruk zu suchen von den Überresten des Propheten. Das heißt, ich meine hier mit den Überresten von seinem Wudu beispielsweise. Aber die haben wir heute nicht mehr. Das heißt, das, was die Sahaba gemacht haben, dort, wo die Sahaba Tabarruk gemacht haben, wir bestätigen dies. Und sagen, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass du heute zum Grab gehst von irgendeinem sogenannten Heiligen, der vielleicht auch ein Heiliger war, und machst dann da Tabarruk oder nimmst das Sand aus dem Grab und tust es dir in die Tasche und sagst, du hast jetzt Tabarruk. Denn hier sehen wir wieder, dass diese Leute auf dem falschen Weg sind, dass wir wieder dem Weg der Salaf folgen. Denn die Salaf, es gibt keine einzige Überlieferung, dass jemand zum Grab gegangen ist, zu den Schuhada von Uhud, von den Sahabern, und hat Tabarruk am Grab von Hamza gesucht. Oder dass jemand Tabarruk am Grab vom Propheten Muhammad s.a.w. gesucht hat. Sondern zu den Lebzeiten. Und natürlich mit seinen Überresten wie den Haaren, so wie es erlaubt war. Nur heute haben wir diesen Zugang nicht. So einfach ist das. Das heißt, Tabarruk ist erlaubt im Rahmen der Scharia. Und der Rahmen der Scharia heißt nur, das heißt, wie beispielsweise die Haare vom Propheten haben wir nicht mehr, oder zum Beispiel Speichel vom Propheten haben wir nicht mehr, oder zum Beispiel oder beispielsweise Voodoo-Überreste vom Propheten Muhammad s.a.w. Mit der Bedingung, dass die Akida ist, dass Allah hierdurch Baraka gibt. Nicht, dass der Speichel des Propheten oder die Voodoo-Überreste des Propheten an sich Baraka geben. Und deswegen dieser ganze Tabarruk an irgendeiner Höhle oder irgendeiner Stelle dort ist alles Batil und alles falsch und zeigt, dass man leider einige Schuhe hat, die einen versuchen, einen vom Pferd zu ziehen oder die eventuell selber einen unbeabsichtigten Fehler gemacht haben und etwas falsch verstanden haben. Die zweite Sache, was wir hier lernen, ist, die Menschen, die Gefährten des Propheten oder einer davon hat ja gesagt, dass dieserjenige Malik ibn Duhshum ein Munafik ist, ein Heuchler. Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf? La taqul hakada. Sag dies nicht. Und dann sagt er, alaysa qala la ilaha illallah. Hat er nicht la ilaha illallah gesagt? Was sagt uns das? Was hilft uns hier? Hier, dies hilft uns, dass wir nicht voreilig sein sollen über unser Urteil über eine bestimmte Person. Und da gibt es verschiedene Regeln bei Ahlus Sunnah wal Jamaah, die leider heute und auch einige Leute in Deutschland von Alul Bid'a wa Dalal, oder sagen wir nicht Alul Bid'a wa Dalal, sondern sagen wir einige Leute, die in eine Bid'a hineingefallen sind, überhaupt nicht beachten, dass sie Menschen zu Kuffar erklären, weil sie vielleicht auch bestimmte Fehler gemacht haben. Ja. Und meistens gerade diese Leute, die sich in diesen Takfir vertiefen, sind meistens Leute, die neu in der Religion sind, nicht viel Wissen haben. Und diejenigen, die sie dazu animieren, sich in den Takfir, das heißt einen Muslim, beziehungsweise nicht Muslim, irgendjemanden zum Kafir zu erklären, die dazu animieren, sich daran zu vertiefen, ja, ich sage niemals oder warnen ihre Folger niemals davor,
dass wenn man zu jemandem sagt, Käfer, ist kein Käfer, dass dies gefährlich ist und eine große Sünde sein kann. Und hier muss man sehr vorsichtig sein. Denn wenn zum Beispiel jemand sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, er sagt, ich bin Muslim, ich bin Muslim. Und er ist beispielsweise gestern zum Islam gekommen oder vor einer kurzen Zeit. Oder er ist irgendwo im Urwald groß geworden. Ja, dann kann er so viele Dinge leugnen, die vielleicht im Koran stehen. Da müssen wir ihm erst klar machen, dass dies im Koran steht. Ikamatul Hujja, bevor man ihn zum Käfer erklärt. Wenn er zum Beispiel sagen würde, ja, die Hölle ist nicht ewig. Wir sagen nicht sofort, er ist Käfer. Das heißt ewig, dass Allah sie ewig erhält. Sondern wir machen es ihm erst klar mit den Koranversen. Beispielsweise. Oder jemand ist schon etwas länger im Islam. Da gibt es auch verschiedene Dinge, die es verhindern, dass er Käfir wird. Und dies müssen diese Leute, die mit dem Takfir um sich herumwerfen, müssen den Leuten klar machen, dass es nicht jedermanns Sache ist, wenn jemand offensichtlich zeigt, dass er Muslim ist oder dass er den Propheten liebt, dass man nicht sofort sagen kann, du bist Käfir, du bist Käfir, du bist Käfir, du bist Käfir. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es kann sein, dass er einen unbeabsichtigten Fehler gemacht hat. Kann sein, dass er unwissend ist. Das ist in verschiedenen Fällen eine Ausrede. Kann sein, dass er eine Schubhe hat, ein Ta'wil, ein falsches Verständnis. Kann sein, dass er gezwungen war. Ja? Kann sein, dass er unfähig ist, eine bestimmte Sache durchzuführen. Ja? Und das sind halt sehr wichtige Punkte, auf die ihr achten müsst. Deswegen, ich will heute nicht zu sehr, weil ich will das Video nicht zu lange ausdehnen. Ich will heute nicht explizit darauf eingehen, nur ich will euch sagen, wenn ihr zu denen gehört, die mit dem Finger auf andere sagen, der ist Käfer, der ist Käfer, der ist Käfer, der ist Käfer, und der sagt von sich selber, er ist Muslim, ja, dann schaut mal, ob ihr wisst, was die Mawani' al-Takfir sind. Was ist das denn? Noch nie gehört? Ja, wenn ihr so jetzt reagiert und ihr seid die, die nach da und nach da und nach da zeigen, dann seid ihr in Gefahr, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Deswegen, falls ihr es nicht wisst, ihr könnt uns anschreiben, ja, da können wir euch helfen. Vielleicht machen wir mal einen Vortrag drüber. Ich denke, das wäre ein interessantes Thema. Das wäre ein interessantes Thema. Aber wie gesagt, man muss sehr vorsichtig sein mit seinem Urteil. Natürlich, wer von vornherein sagt, ich bin Christ, ich bin Jude, ich bin dieses oder jenes, da brauchen wir nicht großartig zu gucken, sondern es ist eine klare Angelegenheit. Aber ich rede hier von demjenigen, der sagt, er ist Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam warnt sie hier vor. Er sagt, sag das nicht. Ja, und er weiß, dass die Sahabe auf ihm hören. Vielleicht ist auch der Sahabi, der dies gesagt hat, jemand, der auch gerade zum Islam gekommen ist, und er ermahnt ihn. Und dann sagt er, hat er nicht gesagt, La ilaha illallah. Und was zeigt uns dies? Dies zeigt uns, wie wichtig das Wort La ilaha illallah ist. Welche große Bedeutung es hat. Und für denjenigen, der nicht Muslim ist, in unserer Dawa, wir versuchen ihn zuerst zu diesem Wort einzuladen, dass er bezeugt, es gibt keinen Gott außer Allah, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Denn viele Leute in ihrer Dauer machen Fehler. Sie reden mit jemandem über den Islam und sie fangen an, ja, willst du auch danach Kopftuch tragen? Dann sagt sie, ja, nee, Kopftuch will ich nicht tragen. Ja, du musst erstmal Kopftuch tragen. Du musst erstmal dich beschneiden lassen. Nein, lass ihn erst sagen, La ilaha illallah. Denn selbst wenn sie mit der Sünde des Nicht-Kopftuch-Tragens stirbt oder mit der Sünde, dass er nicht beschnitten ist, stirbt, ja, das sind keine Sünden, die einen für Ewigkeit in der Hölle halten. Das sind keine Sünden, die einen für ewig in die Hölle halten. Denn Allah sagte so 4, Vers 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt, ladet hierzu ein. Wir müssen hierzu einladen. Und derjenige, der nicht Muslim ist, ich kenne so viele Leute, ja, die beispielsweise sagen, ja, okay, ich bin Muslim, ich bin doch kein Muslim, aber ich will den Islam erst praktizieren, wenn ich richtig alles, erst annehmen, wenn ich richtig praktiziere. Nein, denn morgen kannst du tot sein. Es ist schön, dass du eine ehrliche Absicht hast von deinem Herzen. Aber morgen kannst du tot sein und wenn du den Islam nicht angenommen hast, wirst du für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Deswegen nimm den Islam heute an, wenn du überzeugt bist, dass La ilaha illallah die Wahrheit ist, dass kein gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und dass der Koran das Wort Allahs ist. Dass es Engel gibt, dass es die Propheten wahr sind. Dass es heilige Bücher gibt. Dass es den jüngsten Tag gibt. Dann bezeuge dies heute, denn nichts hindert dich daran. Und dann arbeite an dir.
Arbeit an dir, denn nichts ist schlimmer, als mit der Sünde zu sterben, dass man Gott nicht akzeptiert hat, nicht anerkannt hat. Und dies tust du, indem du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Damit akzeptierst du die wahre Religion. Deswegen akzeptiere die wahre Religion so früh du kannst. Und so natürlich für die Muslime, die sich das Video angucken, so müsst ihr mit den Leuten reden. Und nicht, ach ja, der ist sowieso Käfer, der ist sowieso Käfer, und der ist sowieso Jude, und der ist sowieso Christ, und der ist sowieso Buddhist, und der ist sowieso, was weiß ich, ja. Sondern wir müssen immer denken, davon ausgehen, dass jeder Mensch rechtgeleitet werden kann. Und wahrscheinlich ist keiner von denen, die um euch herum sind, schlimmer als Khalid ibn al-Walid in seiner ersten Zeit. Als er den Propheten mit dem Schwert bekämpft hat. Mit dem Schwert hat er ihn bekämpft. Das heißt, wenn solche Leute zum Islam gekommen sind und nicht nur einfach zum Islam gekommen sind, sondern zu den besten Muslimen gehörten, zu den Leuten, die den Islam verbreitet haben, zu den Leuten, die die Murtadun herausgefordert haben, dann müssen wir es recht Hoffnung sehen bei den Menschen, die wir um uns herum sehen und die nicht so schlimm sind wie Khalid ibn Walid oder Omar al-Khattab vor ihre Annahme des Islams. Das ist ein ganz klarer Punkt, was ich hier erwähnen will. Dann sagt der Prophet weiter, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Denn Allah hat das Höllenfeuer haram gemacht für denjenigen, der sagt لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ und beabsichtigt damit oder will damit das Gesicht Allahs. Das heißt, er macht das mit einer reinen Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala und für niemand anderen. Für niemand anderen. Das heißt, die Bedingung, weil hier kommen wir wieder zu einem anderen Extrem. Leute, die denken, ja, ich habe ja La ilaha illallah gesagt. Ich bete nicht, ich faste nicht, mache dies nicht, mache das nicht. Ich habe La ilaha illallah gesagt, reicht. Denn derjenige, der wahrlich sagt, Yabtari bi dhalika wajallah, der damit das Gesicht Allahs wünscht, will, der wird auch Taten machen. Das wird bei ihm auch dazu führen, dass er Taten macht. Denn es kann nicht sein, dass du an etwas voll glaubst, das führt nicht zu Taten. Und hier noch, das heißt, die Nia ist abhängig davon. Wenn du nur sagst, la ilaha illallah, weil die Leute es von dir erwarten. Oder weil dein Mann gerne will, dass du den Islam annimmst, ja, damit die Familie zufrieden ist. Wird dir la ilaha illallah nichts nützen. Sondern nur, wenn du das machst, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist, mit der reinen Absicht. Und hier sehen wir wieder einen Mittelweg. Den Mittelweg zwischen Murji'a und Khawarij. Ja, Murji'a sind diejenigen, die sagen, der Iman wird nicht geschadet durch die schlechten Taten. Der Iman geht nicht hoch und runter. Heute gibt es leider einige Dullal, die denken, sie wären von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, die Gelehrte von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah als Murji'a bezeichnen, ja, weil sie vielleicht verschiedene Leute, ja, nicht zu Kuffar erklären, ja, zu Recht nicht zu Kuffar erklären, ja, und zur selben Zeit wissen sie gar nicht, was wirklich was die Murji'a wirklich darstellt. Dass sie sagen, der Iman geht nicht hoch und runter. Dass sie sagen, die schlechten Taten schaden dem Wort La ilaha illallah gar nichts. Das heißt, diese Leute wissen gar nicht, was Irja ist. Und wahrscheinlich, weil sie selber eher zu der Gruppe gehören, die Khawarij genannt werden, die für große Sünden Leute zu Gefahr erklären. Wer eine große Sünde gemacht hat, Käfer, Käfer. Ja. Bei manchen geht es so schlimm, dass sie sogar Leute für kleine Sünden zum Käfer erklären. Ja, einer hat gelogen, Käfer. Ja, und das ist das Extrem. Das heißt, der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah liegt in Wasat, in der Mitte. Deswegen hat Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, einer seiner Akida-Bücher auch Al-Akida Wasitiyah genannt, die mittlere Akida. Denn Firqatun Najiyah, die gerettete Gruppe, ist die mit der mittleren Akida. Hier sind sie im Mittelweg zwischen Murji'a, die sagen, die schlechte Tat schadet dem Wort La ilaha illallah nichts, beziehungsweise der Iman geht nicht hoch und runter, und den Khawarij, die sagen, die schlechte Tat, ja, schmeißt einen aus der Religion raus. Das dazu. Ja. Und hier ist noch zu sagen, dass die Salaf in diesem Zusammenhang, was die Nia angeht, etwas gesagt haben, was die Taten angeht, die
darauf folgen sollen, dass man La ilaha illallah sagt? Denn du musst dich selber fragen, wenn du La ilaha illallah gesagt hast, wenn du die Shahada gemacht hast, aber du, deine Taten sprechen gegen die Shahada, hast du die Shahada dann wirklich vom Herzen gesprochen, mit Wahrhaftigkeit, oder betrügst du dich selber und gehörst zu dem Munafiku? Na'udhu billahi min dhalik. Ja? Denn die Salaf haben gesagt, zu dem Ausspruch des Propheten, Miftahul Jannati, La ilaha illallah, der Schlüssel zum Paradies, ist La ilaha illallah. Daraufhin haben sie gesagt, aber dieser Schlüssel, ja, das ist also ein Schlüssel ohne Zähne, dass der auch nichts bringt. Ja. Also, Lakin man ata bi miftahin, la asnana la, la yuftah la. Das heißt, wer mit einem Schlüssel kommt, der keine Zähne hat, dem wird auch nicht geöffnet. Und diese Zähne sind die Taten. Das dazu. Jetzt noch einige Vokabeln, die ich erwähnen wollte. Nicht unbedingt von diesem Hadith, weil einige sind vielleicht etwas schwer für die Leute zu verstehen. Ich will etwas verändern. Das Wort hier ist Yabtari, das wird nicht so oft benutzt. Wir nehmen heute das Wort Arada Yurido, das heißt möchten, etwas wollen. Ja? Zum Beispiel sagt man Aradtu. Ich wollte. Aratta, du wolltest. Aratti, du, Frau, wolltest. Arada, er wollte. Aradat, sie wollte. Aradna, wir wollten. Aradtum, ihr, Männer, wolltet. Aradtuna, ihr, Frauen, wenn es nur eine Gruppe von Frauen ist, wolltet. Aradu, sie, das ist eine Gruppe von Männern und Frauen, sondern eine Gruppe nur mit Männern, wollten. Aradna, nicht Aradna, sondern Aradna, wenn es eine Gruppe nur mit Frauen ist, sie wollten. Wenn es zwei Männer sind, Arada, Arada, am Ende lang das A gesprochen. Ich betone das extra ein bisschen, damit man es besser versteht, für den, der mit der arabischen Sprache nicht so vertraut ist. Wenn es eine Gruppe, wenn es zwei Frauen sind, Aradata, zwei Frauen, ja. Und dann, wenn es zwei sind, Aradtuma, ihr beide wolltet, ja. Das dazu, das war das erste Wort, Arada Yuridu. In dem Imperfekt heißt das Uridu. Das heißt, Anna heißt ich, ja. Die zweite Vokabel, Anna, ich. Ja. Anta, du. Anti, du für eine Frau. Anta, du für einen Mann. Dann Hua heißt er. Hier heißt sie. Hum heißt sie, eine Mehrzahl. Hier heißt halt sie für eine Frau. Hum, sie für eine Mehrzahl, mit Männern und Frauen. Hunna für eine Gruppe, nur mit Frauen. Sie, Frauen. Ja. Entum, ihr. Ja, ihr. Und seine Gruppe von Männern, eine Gruppe mit Männern und Frauen ist. Entuna, das heißt eine Gruppe nur mit Frauen. Entuma, wenn es zwei sind, ja, das dazu. Dann haben wir schon mal diese Worte auch weg. Würde ich sagen, die zähle ich heute als drei Vokabeln, dann machen wir noch eine Vokabel. Und wirklich, ihr dürft das nicht unterschätzen, wenn ihr immer wieder ein paar Vokabeln lernt, dann werdet ihr mit der Zeit immer besser. Genau, was ich vergessen habe, wir heißt Nahmu, wir, ja. So. Wenn ich sage Aradu, ich will. Uridu, ich will. Turidu, du willst. Turidina, du, Frau, willst. Yuridu, er will. Nuridu, wir wollen. Ja. Turidani, ihr beide wollt. Ja. Yuridani, sie beide wollen. Ja. Dann, Nuridu, wir wollen. Yuriduna, das heißt sie, Gruppe von Männern wollen. Yuridna, sie, Gruppe von Frauen wollen. Oder bei Yuriduna kann es eine Gruppe gemixt von Männern und Frauen sein. Turiduna, ihr wollt. Turitna, ihr, wenn es Frauen sind, wollt. Ja. Genau, das dazu. Damit wir dieses Wort auch haben. Auch in der Mehrzahl. Dann haben wir erwähnt, dass das Wort Rar, Höhle heißt. Dann gibt es auch noch das andere Wort, Kahf. Wie die 18. Sure des Korans, Kahf. Beides heißt Höhle. Rar und Kahf heißt beides Höhle. Was haben wir dann noch gehabt? Ja. Waj, Wuju. Wuju heißt Gesichter und Waj heißt Gesicht. Das zu den Vokabeln von heute. Jedes Mal einige Vokabeln. Sollte man nicht unterschätzen. Immer ein Heft mitnehmen, etwas aufschreiben. Ihr könnt es auch gerne anschreiben, wenn ihr es nicht verstanden habt. Und demnächst wollen wir sowieso einen speziellen Arabischkurs. Hier ist es nur nebenbei. Und wirklich, wenn man das immer verfolgt und immer versucht zu hören und zu verstehen, dann wird es einem sehr nutzen. Nächstes werden wir es auch mit Untertiteln machen, damit man die Umschrift auf Deutsch hat, inshallah.
Aber es ist auch wichtig, dass man versucht zu hören und zu verstehen. Eine Sprache versteht aus Vokabeln, aus Hören verstehen, aus Grammatik. Und diese Dinge muss man unbedingt beachten und immer wieder üben, immer wieder trainieren, bis sich das Ganze verinnerlicht. Das sind meine Worte von heute. Alles, was ich gesagt habe, was richtig war, war von Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles, was falsch war, von mir und vom Shaitan. Akulu qawli hadha wa astaghfirullaha liya wa lakum wa lisal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilayk.